Pendel-Hubstichsäge, 720 Watt mit integriertem Staubsaugeranschluss. Werden Sie jetzt ganz kribbelig und überlegen, noch schnell in den Baumarkt zu fahren? Dann haben Sie in Ihrem Leben wahrscheinlich schon sehr viel Geld für Werkzeug ausgegeben. Aber das muss ja eigentlich gar nicht sein, denn bei vielen Baumärkten gibt es das Angebot Mieten statt Kaufen. Und unsere Neue im Team, Nadine Ilgner, Heimwerker-Expertin, die hat sich diesen Service angeschaut, genau inspiziert. Kann ich die Säge noch mal haben? Schön. Ich bin Nadine Ilgner, Rechtsanwältin mit Interessenschwerpunkt privates Baurecht. Und in meiner Freizeit, da bin ich leidenschaftliche Heimwerkerin. Vor einem Jahr habe ich einen Wettbewerb gewonnen und darf mich jetzt 3 Jahre lang Deutschlands beste Heimwerkerin nennen. Heute teste ich Baumaschinenverleihservice und zwar ganz praktisch. Ich werde in diesem Raum Laminat verlegen und dann kommt irgendwann der Moment, da muss man so ein Laminat einfach schneiden. Einen geraden Schnitt bekomme ich mit so einem Laminatschneider hin, aber an der Türschwelle wird es da schon schwieriger. Ich würde empfehlen, das mit einer Stichsäge zu tun. So eine Stichsäge, wenn es eine gute ist, ist nicht ganz günstig. Die kostet so um die 150 Euro. Die hat ja nicht jeder gleich im Keller rumliegen. Deshalb werde ich die mir jetzt ausleihen. Danach folgt der regionale Anbieter Endel und Dietze. Das war eine super Beratung. Selbst wenn ich noch nie eine Stichsäge in der Hand gehabt hätte, jetzt wüsste ich, wie man die bedient. Es gab Sicherheitshinweise und kostenlos einen Staubsauger dazu. Die Verbrauchsmaterialien, die musste ich wieder kaufen. Das heißt, die Stichsägeblätter waren extra zu bezahlen. Auch war der Mietpreis doch schon ziemlich teuer. Ich bezahle hier für dieses Profiset 25 Euro am Tag. Das heißt, für 2 Tage 50 Euro. Und jetzt kommt der Praxistest. Das Einsetzen des Sägeblattes bei der Maschine von Endel und Dietze ist kinderleicht. Sicherheitsbrille auf und Staubsauger an. Die Maschine verfügt über einen sogenannten Splitterschutz. Der wird eingesteckt und kurz eingesägt. Dadurch ist das Sägeblatt so fest, dass es exakt geradeaus läuft. Tja, gerade Kante. Ohne Ausrisse. Ich würde mal sagen, Top-Schnitt. Doch die Maschinen machen unterschiedlich viel Dreck. Der professionelle Staubsauger von Endel und Dietze leistet ganze Arbeit. Staubentwicklung hier ist also zwar vorhanden, aber eigentlich fast schon zu vernachlässigen. Und bei der Stichsäge von Thom? Die Staubentwicklung ist allerdings ein bisschen größer. Da wird man wohl ein bisschen mehr putzen müssen, wenn man sich die ausleiht. Mein Resümee an dieser Stelle: 5 Punkte für Endel und Dietze, 4 Punkte für Thom Baumarkt wegen des fehlenden Schutzes und der doch etwas hohen Staubentwicklung. Wer also den relativ hohen Preis von Endel und Dietze nicht zahlen möchte, findet bei Thom ein halb so teures, solides Werkzeug. Grundsätzlich lässt sich feststellen, die Angebote der Mietfirmen sind durchaus brauchbar und im Vergleich zum Erwerb eines gleichwertigen Gerätes immer noch preisgünstiger. Einer Fertigstellung des Laminatbodens steht also nichts mehr im Wege.